Du glaubst, es gibt Leute, die mehr Talent haben als John Jones, aber nicht offiziell kämpfen, die Naturtalent haben, von Natur aus stark gebaut sind. Ich sag dir was, Brudi. Erstens, ein Typ wie John Jones hat ein in 100.000 oder ein in 10 Millionen genetisches, körperliches Talent. Der Typ hat eine nahezu perfekte Größe, eine unglaubliche Reichweite. Sein Affenfaktor ist unerreicht. Von 1,93 Körpergröße, 2,15 Meter Reichweite. Weißt du, wie wenig Menschen auf der ganzen Welt überhaupt 2,15 Meter Reichweite haben? Aber nebst dem körperlichen Talent, das entscheidendste Talent für den Kampf ist mentales Talent. Und beim mentalen, beim geistigen Talent für Kampfsport gibt es zwei unterschiedliche Dinge. Die weichen, schwammigen und die harten Talentfaktoren. Die weichen, schwammigen sind Dinge wie schnelle Reaktionsfähigkeit, gutes Timing, gutes Auge, gute Konzentrationsfähigkeit. Die kannst du für alles Mögliche brauchen, aber das wichtigste Talent für den Kämpfer ist der Kampfeswille, die Kampfeslust. Und das kannst du kaum nachvollziehen. Das ist so ähnlich wie die Lust eines Mannes nach einer Frau. Und es ist nicht vorstellbar, dass es einen gibt, der eine Kampfeslust hat, wie ein John Jones, weißt du, das ist wie, oder wie ein Tiger, wie ein Raubtier, das die Lust hat zu jagen, diesen Trieb sogar, den Trieb zu kämpfen. Ich habe diesen Trieb und ich würde mein Leben nicht leben können, ohne zu kämpfen. Ich muss mich dem aussetzen, es treibt mich dazu. Jeder Kämpfer hat das. Und wer das nicht hat, ist kein Kämpfer. Der hat dann auch kein Talent. Der hat vielleicht körperliches Talent. Und als Lehrer musst du dich schützen. Ich sehe auch Leute, wow, die können sich gut bewegen, aber wenn der nicht will, hat er kein Talent. Dann hat er halt kein Talent, weil das Wichtigste ist eben dieser Trieb. Weil um kämpfen zu können, musst du bereit sein, deine eigene Gesundheit nicht nur aufs Spiel zu setzen, sondern völlig zu missachten. Und die Gesundheit des Gegenübers auch völlig zu missachten. Und zwar kalt. Nicht nur wie normale Menschen, du kannst auch einen Menschen verletzen, wenn du wütend bist. Ich muss nicht wütend sein, um einen zu verletzen. Ich habe jederzeit habe ich Lust, Menschen zu schlagen und sie zu besiegen. Nur um zu zeigen, dass ich stärker bin. Und der muss mich auch nicht zuerst herausfordern. Die pure Existenz. Weißt du, wie heißt der Typ, der diese Berge bestiegen hat? Der die ersten, ich habe den Namen vergessen, so ein Österreicher. Den haben sie mal gefragt, Reinhold Messner. Den haben sie mal gefragt, warum? Warum besteigst du all diese Berge? Und er so, weil er da ist. Der hat den unbedingten Trieb, auf diese Berge hochzusteigen. Er muss, er kann nicht anders. Das ist Talent. Das ist Talent. Ein Salvador Dali, weißt du, wenn du schaust, das Talent, das der hat, der muss malen. Der würde sterben sonst. Der würde lieber verhungern, als nicht malen. Das ist Talent. Wenn du schaust, wie der schon gemalt hat, mit 6 oder 7, ist unglaublich, ist mindblowing. Ich kann als erwachsener Mann nicht so gut malen, wie der mit 6, 7, 8 Jahren gemalt hat. Oder auch ein Pablo Picasso. Das ist ein Trieb, das sich ein normaler Mensch gar nicht vorstellen kann, so einen Trieb zu haben. Das ist Talent. Der ganze Rest entscheidet dann nur, wie weit du kommst. Aber die Grundvoraussetzung ist nicht der Körper. Die Grundvoraussetzung ist das hier. Und wenn dir das fehlt, bist du gar nichts, dann bist du kein Kämpfer. Da kommst du nirgends hin. Dann bist du für was anderes gemacht. Dann ist der ganze Rest nur Lüge, Illusion und bla bla. Egal wie dicken Bizeps du hast und wie schnell du bist. Und wenn du es hast, dann machst du es. Es ist unmöglich, dass jemand diese Art mentales Talent hat, wie ein John Jones hat, wie jeder Profikämpfer hat, wie ich hatte. Jeder, der irgendwas gerissen hat, Weltmeister wird oder weiß der Kuckuck was, der hat diesen unbedingten Trieb, das zu machen und kann nicht etwas anderes machen. Wenn du wüsstest, was ich zum Beispiel aufgegeben habe, um das zu erreichen, was ich habe, das würde ein anderer nicht machen. Da ist ganz egal, wie schnell der denken kann, wie schnell sein Timing ist, wie groß seine Hände, all sein ganzes körperliches Talent nützt ihm gar nichts, wenn er nicht bereit ist, im Ring sein Leben zu lassen oder meines zu beenden. Wenn er irgendeinen Rückhalt hat, irgendwas, was ihn stoppt, hat er keine Chance. Das ist der Unterschied. Das ist wahres Talent.
Das ist der Unterschied zwischen Champions und allen anderen. Denen hier von mir aus, die sagen, dabei sein ist alles, zweiter Platz ist auch gut und die, für die es nur gibt, zu gewinnen und nichts anderes. Das ist echtes Talent. Und wer diese Art von Talent hat, der macht es. Und wer sich einbildet, er hätte diese Art von Talent, aber er kam halt nicht dazu, es zu machen, der belügt sich selbst.